SLS AMG geht auf seinen Vorgänger, den legendären 300 SL von 1955 zurück. Das ist sofort anhand der Flügeltüren und des breiten Frontgrills ersichtlich. AMG wurde 1967 gegründet und war die erste Tuning-Firma, die sich auf Mercedes-Benz konzentrierte. Sie ist zur offiziellen Tuning-Abteilung der Marke geworden, mit dem SLS AMG als Meisterstück. Wie der Name schon sagt, schwingen die Flügeltüren mit einem 70-Grad-Winkel nach oben. Dank sorgfältig angebrachter Sprengladungen können die Scharniere abgesprengt werden, wenn der Wagen auf dem Dach liegt, womit der Ausstieg erleichtert wird. In den Kofferraumdeckel ist ein versteckter Spoiler eingebaut, der den Wagen bei hoher Geschwindigkeit auf der Straße hält. Er fährt bei 120 Stundenkilometer aus und korrigiert innerhalb von Millisekunden den Abtrieb. Der SLS AMG ist mit siebenspeichigen 20 Zoll Leichtmetallfelgen und Keramikverbundbremsscheiben ausgestattet. Im niedrigen Innenraum zeugen Rennfeatures von der wahren Natur des Supersportwagens. Eine zentral angebrachte Stoppuhr zeigt dem Fahrer die Rundenzeit an. Der selbstsaugende 6,3 Liter V8-Motor leistet 579 PS. Damit beschleunigt der Wagen von 0 auf 100 in 3,6 Sekunden und erreicht 317 Stundenkilometer. Der heckgetriebene SLS AMG ist mit einer 7-Gang-Wippenschaltung ausgestattet.